Meiner nicht, meiner hat ein ganz normales Kurz-Mittel-Bihänder-Schwert. Ja. Du redest Quatsch. Ich weiß. Wenn sie es sein. Ein Bastardschwert. Ein anderthalbhänder. So, da hinten dürften noch ein paar Wachen sein. Die werden wir noch zuerst töten. Genau da, die Gate Captains. Ja. Da ist Lungu. Nein, das nehmen wir nicht an. Besser nicht. Nix drücken. Es wäre unser Tod. Besonders wenn Spieler 2 das tut. Genau. Denn im Duell ist der wirklich nicht gerade gut. Dafür habe ich strategisches Verständnis im Gegensatz zu dir. Was hast du? Strategisches Verständnis. Ich habe auch strategisches Verständnis. Ja, genau. Ich weiß, dass man nicht frontal angreifen sollte, wenn rechts und links Gegnergruppen stehen, die einen dann die Flanke fallen. Zum zum Bleistift. Und hier wagt gerade eine... Ach, da ist ja auch schon Lubu. Und auf den werden wir jetzt drauf gehen, oder? Genau. Und hier komme ich! Kann es sein, dass ich gerade Lubu tatsächlich getroffen habe? Ist sogar sehr gut möglich. Da hinten steht er. Ich habe Lubu auch getroffen, also ich würde ein bisschen weggehen, weil ich muss mir Leben farmen. Das heißt, Autsch. Pass auf, dass Lubu dich vorerst mal nicht trifft. Ja. Damit ich kurz da hinten die drei Kisten öffnen kann. Lauf aber nicht zu weit weg, damit ich ja, direkt helfen kann. Ich lock ihn gerade in ein paar unserer Soldaten. Ich sehe, es kannst jetzt ein bisschen aufpassen, weil ich bin zwar schneller wie du, aber nicht schneller wie Lubu. Besonders wenn Lubu reitet. Nein, tut er nicht. Ist in Ordnung. Nein. Das Schlimme da ist, steht die er. Soldaten halten ihn so gar nicht auf. Autsch, 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 autsch! Schmerz. Ich bin so gut wie tot und Lubu hängt mir am Arsch. Ich weiß noch nicht mal, wo Lubu gerade steht, deswegen... Hinter mir rennt er! Aufregen bringt gar nichts. Wenigstens ein wenig Heilung. Ich sag ja, meine Taktik bringt's ein bisschen. Da ist Heilung. Und ich habe gerade Lubu wieder an den Hacken. Na dann. Hast du ihn? Jein, er hat mich. Ich muss laufen, um mich heilen. Scheiße. Autsch. Wie ich diese Combo von ihm hasse. Lauf. Ich bin dabei. Er hat zumindest mal von mir abgelassen. Das bedeutet, ich kann in aller Ruhe jetzt erstmal nach Fässern Ausschau halten. Und zusehen, dass ich mich heile. Jau. Nein! Wehgetan haben. Das tut mir gerade weh und ich muss jetzt auch laufen. Und zwar sehr schnell. Mal sehen. Allerdings hat Lubu wirklich noch die Hälfte der Energie. Was wiederum schon wieder ein kleiner Vorteil ist. Aber er könnte jetzt langsam auch mal von mir ablassen. Juhu, er hat von mir abgelassen. Dafür kriegt er nachher einen Kuss. Oder auch nicht. Nachdem du ihn erschlagen hast. Natürlich. Ich werde meinem dicksten Erzfeind keinen Kuss geben. Nicht, solange er noch lebt. So. Wir müssen jetzt wieder zu zweit auf ihn. Weil meine Taktik klappt, ich kann ihn betäuben, aber halt wirklich nur kurz und dann müssen wir beide draufhauen. Ja, das Problem ist, ich bin immer noch nicht voll geheilt. Ich auch nicht komplett, aber grün dürfte reichen, obwohl dann schon gefährlich wird.
ich bin noch gerade mal die Hälfte meines Lebens. Das ist weniger toll. Ich glaube, wir wären besser bei den einfachen Super Mario Let's Plays gewesen, geblieben. Nee. Nein, er hat mich schon wieder... Ach Mist, jetzt habe ich Start gedrückt. Entschuldigung. Er hat mich schon wieder erwischt. Na toll. Ich hoffe, wir haben noch genug Fässer rumstehen. Da, wo ich gerade bin, stehen noch 4. Ah, da bist du, gut. Okay, dann sollten wir uns gleich treffen. Ganz im Norden. Ja, hier vorne nicht mehr. Nein, ich bin hier den ganzen Weg abgelaufen, da war nichts. Doch, da stehen noch. Okay, dann habe ich, glaube ich, einen etwas anderen Weg genommen. Kann sein, dann sollten wir uns jetzt treffen und zusammen gegen Lubu gehen. Okay. Da sind zumindest mal deine... nein, jetzt bin ich hier. Etwas verwirrt. Wo zur Hölle bist du? Ich stehe vor dem Tor zu Lubu und da hinten steht er auch schon so ziemlich eigentlich. Aha. Ich stehe hier irgendwo nirgendwo. Doch, du bist fast hinter mir, fast. Dürftest mich gleich sehen. Ich glaube, ja, da bist du. Kakao, da bist du. Genau. Kakao. Oder nicht auch ganz. Nicht. Ich weiß, das war jetzt nur eine lustige Anspielung. Nicht. Du hast ja keinen Anspielung, Humor. Aber nicht lustig. Der reitet da unsere Einheiten um. Das finde ich jetzt aber weniger nett. Autsch. Wo ist er? Da. Jetzt weg. Ganz schnell. Und ich glaube, er ist dir auf den Fersen. Was ziemlich... Nein, er ist dir auf den Fersen, aber das dürfte nicht so schlimm sein. Du musst einfach nur in irgendeine Tür laufen, der bleibt nämlich nur auf dem Hauptfeld, habe ich schon gemerkt. Na dann. Allerdings weiß ich jetzt gerade keinen Ort mehr, wo noch Fässer stehen. Da zum Beispiel ist schon ein Ausgang. Und kurz danach dürfte er dich dann auch stehen lassen. Du kannst die Minimap ja vergrößern. Dann siehst du ja, ob er hinter dir ist. Nein, ist er nicht mehr. Dann mir ist er auch nicht mehr. Na, bestens. Der Feind hat soeben einen Sturmangriff gegen uns begonnen. Was schlecht ist, bevor wir Lubu nicht töten. Ich genau. Bin wieder voll. Lubu ist fast tot. Mal wieder. Allerdings sind wir gerade am Verlieren. Naja. Noch sind wir im guten Bereich. Ja. Ja. Und ich glaube, sobald wir Lubu endlich vernichtet haben, können wir durchrushen, ja. Dann ist nur noch diese dicke Tussi, die gegen du die eben gekämpft hast. Die steht uns dann auf dem Weg. Ja, und zu zweit machen wir die sowieso ganz schnell platt. Ja, denke ich auch. Da sind Verstärkungen unsererseits, da sind noch mehr. Mal sehen. Hier ist aber so gar nichts, was nach Fass aussieht. Mal sehen hier. Soweit noch nichts. Ich hab Lubu getötet! Ich hab ihn! Ist ja. Das geil! Und der verpisst sich! Blöder Feigling! Ist ja geil! So! Genau jetzt bräuchten wir einen verdammt guten Bogenschützen, der ihm einfach mal einen Pfeil durch den Hals jagt. Ja, und ich meine Hals. Der spritzt das Blut besser. Wir sind sehr, sehr schadenfroh und extrem brutal an veranlagt. Ja. Und manchmal etwas blutdurstig. Sowieso.